Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüsse euch recht herzlich hier vom Reichenbach zum Jungfrau-Zeitung-Panorama. Heute haben wir für euch in der Sendung die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter in Niederried, einen schweren Stand für die Sommerlinde in Wilderswil. Bevor wir jetzt aber zu unseren beiden Beiträgen kommen, gebe ich euch zuerst noch kurz Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Fast 40 Millionen Bewegungsminuten gesammelt. Die wohl sportlichsten Wochen für die Schweiz, vom 1. Mai bis zum 20. Juni, sind vorbei. Die Region Haslital-Blienz hat in der ganzen Rangliste den gut 6. Rang belegt. Und weiterhin gibt es in der Region ein vielseitiges Angebot von zahlreichen Vereinen als Motivation für die Bewegung. Harmonisierung der Pistenentschädigung kann in Kraft treten. 60% der Landeigentümerinnen und Landeigentümer in Gstaad haben dem neuen Landeigentümerreglement zugestimmt. Pächter-Ehepaar verlässt das Restaurant Alegria. Das Gastgeber-Ehepaar Deborah und Mario Capella Lopez und die Mitarbeitenden vom Restaurant verlassen das Hochhaus in Steffisburg schweren Herzens. Schliesslich erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen. Ob im Hochhaus nach wie vor das Restaurant betrieben wird oder ob die Räumlichkeiten einer neuen Nutzung zugeführt werden, ist offen. Gestern Abend ist eine Gewitterzelle lang über den beiden Oberländerseen geblieben hängen. Die starken Niederschläge haben zu Erdrutsch geführt, unter anderem in Därligen und in Niederried. Dort hat der Erdrutsch die Verkehrswege unterbrochen, sodass weder Bahn noch Auto fahren konnten. Pendler mussten den Umweg über das rechte Thunerseeufer und über einen Bahnersatz entlang am Brienzersee in Kauf nehmen. Mein Kollege Janik Müllermann ist auf den Niederried schauen, wie die Aufräumarbeiten vorankommen und wenn die Verkehrsregen wieder freigeräumt sind. Ihr seid heute Morgen schon mal unterwegs gewesen, habt ein Bild vom Schaden können machen. Was ist alles in Mitleidenschaft gezogen worden? Ja, es ist hier eine Kantonsstrasse und da der Schubfänger ist voll. Das Wasser ist dann hinter ins Dorf gelaufen und dann die unteren Liegenschaften. Jetzt einfach die Umgebung alles verschwemmt und die Bahn ist auch verschüttet worden. Und ihr habt das Büro gerade nebendran. Wann und wie habt ihr gemerkt, dass jetzt etwas kommt? Ja, das war vor der 5 Uhr. Ich war im Büro. Dann habe ich jetzt plötzlich rumpeln, so richtig vibrieren. Und dann habe ich sofort da der Graben kommt. Bin ruhig schauen. Dann kam das Wasser gekommen. Der Schubfänger jetzt anfüllen. Dann bin ich noch schnell hinter ins Dorf geschaut, wie es etwas tut. Und dann, als ich rausgekommen bin, war schon der Schubfänger schon überfüllt. Und ja, schon die Straße überschüttet, das Ganze. Und dann, kurz darauf ist nachher so eine grosse Welle gekommen, mit Schutt und Gröll und alles. Und dann hat es natürlich alles überschüttet und ist über das Brückli und eben in die Liegenschaft hin. Und dann in den See, das Ganze. Der Dreck und alles. Und ihr habt es kurz angetönt, ein paar Liegenschaften sind auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Was ist mit den Leuten passiert? Du warst jemand in Gefahr gewesen? Wir haben nachher zwei Häuser sind evakuiert worden. Das eine Haus konnten wir beim Bellevue unterbringen und das andere Haus konnten wir privat zu hinterlassen. Haben wir dort untergebracht nachher. Und jetzt die Aufraumarbeiten sind voll im Gang. Es ist zwar nicht mehr die ganze Straße voll, aber was habt ihr so für eine Einschätzung? Wie lange geht das etwa, bis hier alles wieder geräumt ist? Ja, das ist noch schwer zu sagen. Wie lange das man da hat für das Schlamm und alles. Also heute ist sicher die Straße noch zu. Und dann muss noch schauen. Wir haben am 3 Uhr haben wir noch eine Sitzung. Und dann sieht man dann mehr. Okay, und ihr habt ja heute Morgen auch schon eine Sitzung gehabt. Was war so die Stossrichtung, die ihr dort festgelegt habt? Ja, wir schauen einfach, dass wir abends, wenn es neues hätte, gewittern, dass wir das Wasser vorbrächten und nicht eben um in die Liegenschaft hineingeben. Dann haben wir jetzt die Röhre aufgetan, dass das Wasser abfließen könnte. Und dann ist einfach, dass man die Straße freibringt. Und die Bahn sind so dran am Räumen, aber das ist so feiner Schlamm, das bringt man eben fast nicht fort.
nicht einem Unwetter, dafür einem Bauprojekt, könnte die Sommerlinde an der Lehngasse in Wilderswil zum Opfer fallen. Der Baumpfleger, der Marco Feutz, hat von der Gemeinde und vom ausführenden Architekturbüro den Auftrag bekommen, den Baum mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Er kommt zum Schluss, dass der Baum nur gefällt werden muss, wenn das Bauprojekt wie geplant vollzogen wird. Das hat er meinem Kollegen Janik Müllemar erklärt. Was genau habt ihr an der Gemeinde Wilderswil empfohlen? Genau, ich habe vom Architekturbüro Pläne bekommen, wie das Bauvorhaben durchgeführt werden sollte. Ich soll mal schauen, was wir da machen können mit dieser Linde, weil die eben geschützt ist. Und nachher habe ich eigentlich schon anhand der Pläne gesehen, dass das so nicht realisierbar ist. Dass die Aushubarbeiten viel zu nach an die Wurzeln gehen und das Haus selber in die Krone gebaut wird. Das war so gezeichnet. Ich bin dann gleich noch vor Ort gemessen, dass ich da richtig bin. Und dann habe ich der Gemeinde einen Bericht gemacht unter dem Architekturbüro und geschrieben, dass die Linde, wenn das Bauvorhaben so durchgezogen wird, nicht erhalten werden kann. Weil sie zu wenig Platz hat mit den Wurzeln, die Wurzeln zu fest verletzt werden. Und die Krone einfach im Hausdach hinten ist, also die muss man alle Jahre stark schneiden, das ist ja nicht die Idee von einem Baum. Und ich habe das so gesagt, habe aber auch nicht gemeint, dass die Linde krank ist und sowieso wird sterben, so wie es jetzt zum Teil eben ist übergekommen. Also die Linde ist gesund, die hat uns noch alle überlebt. Sie ist früher gekappt worden, was nie gut ist für einen Baum, aber sie hat auf das gut reagiert, eine gute Krone gemacht. Also die Linde wäre noch lange da gewesen, genau. Ob ihr am Wochenende gefahrlos an so Bäch wie hier am Reichenbach gehen könnt oder ob ihr weiterhin mit starken Niederschlägen rechnen müsst, das seht ihr gerade im Anschluss in der Prognose. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall schon einen grusamen Abend und eine gute Zeit. Wieder schauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihre Jungfrau-Zeitung Wetter fürs Berner Oberland. Herzlich willkommen. Ja, am heutigen Freitag hat sich der Himmel ziemlich wechselhaft gezeigt. In der allgemeinen Lage haben wir momentan bei der Biscaya ein ausprägtes Höhentief. Mit einer west- bis südwestlichen Höhenströmung werden am Wochenende dann vorübergehend trockenere Luftmassen zum Alpenraum transportiert. Nächste Woche erreicht uns mit einer süd- bis südwestlichen Strömung dann aber bereits wieder feuchtere und labil geschichtete die Luft. Ja, so starten wir morgigen Samstag. Zuerst noch mit ein paar Hochnebelfeldern. Dazu gibt es Temperaturen von um die 11 Grad in Interlaken, Spiez und Thun. Und am Nachmittag ist es dann zunehmend recht sonnig mit Schleier und Quellwolken. Im Laufe des Nachmittags gibt es örtliche Schauer mit Lokalblitz und Donner. Temperaturen die erreichen maximal etwa 21 Grad in Grindelwald, 24 Grad sind es in Meiringen. Ja, am Sonntag geht es weiter mit vermehrt Schleierwolken. Insgesamt ist es aber zuerst noch recht sonnig. Im Laufe des späteren Nachmittags und Abends haben wir von Westen her dann wieder ein ansteigendes Schauer- und Gewitterrisiko. Temperaturen die erreichen etwa 28 Grad. Am Montag haben wir tagsüber, abgesehen von hohen Wolken, recht sonniges Wetter. Bis zum Abend gibt es ein erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko. Und am Dienstag haben wir dann viele Wolken mit ein paar sonnigen Auflockerungen. Und dazu gibt es wieder ein erhöhtes Schauer- und gegen den Abend Gewitterrisiko. Das dann ebenfalls am Mittwoch und auch am Donnerstag. Ja, das war es von eurem Jungfrau-Zeitung-Wetter fürs Berner Oberland. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz einen schönen Abend.